Okay. Vielleicht wissen die Piraten, was unter einem Zeichen der Freundschaft zu verstehen ist. Das wäre noch. Scheiß Wetter, scheiß Fressen, scheiß Eingeborene. Okay, die sind motiviert, die mögen die Leute hier. Lass uns weitergehen. Na gut, auch wenn Bobos Füße nicht mehr wollen. Du jammerst ganz schön viel. Schon gut. Bobo hält seinen Mund. Gehen wir. Dann los geht's, Bobo. Wir sind ja gleich da. Du hast es hoffentlich nicht so weit bis zu deinem Lager. Und wenn doch... Dieser steinerne Torbogen verbindet Tradition und Moderne. Redest du von den Piraten und den Eingeborenen? Friss mich nicht. Ich rede von einer Pulle Rum. Natürlich rede ich davon. Oh, Mortau Kabuki. Deine Größe ist auch deine Diese Rammer hier. Aua. So, haben wir geklärt. Oh, weißt du was? Wir brauchen noch einen Ohren. Warte. Hey, na du. Karakatonka! Aua. Danke. Deine Größe ist auch deine Schwäche. War nichts wert, Mortau. So. Hier ist nichts da. Dann gehen wir weiter. Komm mit mir, Gucho. Jawohl, Meister. Dann lass uns mal weitergehen. Oh, nö. Blaukrallen. Friss mich nicht. Danke. Den Rest schaffst du, wie meinst du? Dein Körper war schwach. Anstrengend. Oh, was ist das da unten, Alter? Bobo. Müde. Was sind das denn für Viecher? Viecher. Okay, Bobo. Wie? Was? Bobo kann nicht mehr. Du, Bobo, tragen. Lass uns weitergehen. Gucho ist gemein. Wir aber bald da in Lage der Killer. Bobo, ein starker Tufa. Werde es schaffen. Sei ein starker Tufa. Ich höre Gorillas. Ganz viele Gorillas. Also das wird... Ein Feuervogel. Aua. Aua. Der steht nicht mehr auf. Dummes Viech, Alter. So, was haben wir hier? Blutwurzel. Okay. Wir bleiben zusammen, Horshi. Ja, wir bleiben zusammen. Wir lassen uns nicht trennen. Wir sind die besten Freunde der Welt. Bling. Oh, da hinten sind wohl die Viecher, die wir sonst noch so haben. Wegfinden wir die Eier wahrscheinlich. Wir sind da. Dieses Lager der Killer. Bobo, jetzt gehen schlafen. Ja. Danke, dass du mich hergebracht hast. Nein, Gucho mir nicht danken. Ich danken dir, du mich begleiten auf diesem Weg, auf Reise, die mir auferlegt wurde von den Hike. Bobo hoffen auch Gucho hat gelernt aus dieser Reise. Bobo, jetzt gehen schlafen. Gute Nacht, Gucho. Gute Nacht, Bobo. Haben wir einen Teleportationsstein hier? Ein bisschen teleportieren wäre schon nice.
Oh. Gott, das ist gleich nochmal ganz anders interessant. Hier fühle ich mich wie zu Hause. Wer den Eingeborenen Respekt erweist, wird mit Respekt behandelt. Das, außer sie haben nichts zu essen. Aber das ist eine andere Geschichte. Nett. Karaka Gucho, verdammte Piraten. Schon wieder einer in meinem Dorf. Ich sollte euch von meiner Insel jagen, bevor noch mehr von euch hierher kommen. Vielleicht sollte ich das Reden übernehmen. Mit Eingeborenen kenne ich mich aus. Ich krieg das schon hin. Du magst die Piraten wohl nicht? Nein. Seit sie hier sind, haben wir hier oben nichts als Ärger. Ich bin Chaka Hirutu, Häuptling und oberster Schamane der Kila. Ich habe hier große Verantwortung und nur wenig Geduld mit euch Herumtreibern, die Ruhe meines Volkes stören. Von mir habt ihr nichts zu befürchten. Ich brauche eure Hilfe. Ha! Ist das so? Wir haben genug eigene Probleme, Gucho. Unsere Ahnen sind erzürnt und sprechen nicht mehr zu uns. Das Meer und auch unser Dschungel scheinen verrückt geworden zu sein. Zu allem Übel ist da auch noch das Lumpenpack unten am Strand, das uns das Leben schwer macht. Nein, Gucho, wir können dir nicht helfen. Du bist doch ein starker Voodoo-Schamane, oder? Ja, das bin ich. Nur Chani ist noch mächtiger als ich. Chani? Ja. Sie ist unsere oberste Kiki. Aber sie ist nicht hier. Sie ist aufgebrochen, um das Orakel zu besänftigen. Wann kommt sie zurück? Chani ist in das verbotene Land gegangen. Das ist viele Monde her. Nur die Hike wissen, ob sie dort etwas findet, das uns helfen kann. Mein Geist wurde ins Reich der Schatten verbannt. Dann bist du ein Verlorener. Den Toten näher als den Lebenden. So tot bin ich nun auch wieder nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber ich muss doch etwas dagegen tun können. Ich kann deine Wunden heilen und viele andere Zauber wirken. Doch wandelt dein Geist schon im Schattenreich, brauchst du einen mächtigeren Zauberer als mich. Nutze deine verbliebene Zeit für das Gute, Gucho. Mein Waffengefährte Bones sagt, du könntest mir Linderung verschaffen. Bones? Ist er ein Tonka? Nein, aber er hatte auch schon Probleme mit seinem Geist. Doch ein Schamane konnte ihm helfen. Dann hat er das Herz eines schwarzen Mannes vertilgt. Das ist ja widerlich. Natürlich isst man es nicht roh, Gucho. Schwarze Herzen besitzen ungeheure Lebenskraft, wenn sie gereinigt sind. Mhm. Ein gereinigtes schwarzes Herz kann dir dein Blut dauerhaft mehren, wenn du es isst. Das macht dich deutlich widerstandsfähiger. Wie reinige ich ein rohes schwarzes Herz? Du brauchst das Herz und ein Totem der Unschuld. Damit kommst du zu mir und ich weihe das rohe Herz den Hike. Dann ist das schwarze Herz rein. Und du kannst es essen. Wie bekomme ich ein Totem der Unschuld? Suche dir erst einmal eine Jungfrau und dann... Etwas möglichst Einfaches, wenn es geht. Ja. Ich sehe schon. Wir müssen bei dir einen unüblichen Weg wählen, Gucho. Am besten, du verwendest die Knochen eines unschuldigen Äffchens für die Reinigung des schwarzen Herzens. Das sollte den gleichen Effekt erzielen wie unsere herkömmliche Methode. Wo bekomme ich die Knochen eines unschuldigen Äffchens? Äffchen sind frech, mutig und stellen im Laufe ihres Lebens eine Menge dummes Zeug an. Du musst schon sehr junge Äffchen erwischen, die noch sehr unverdorben sind, damit ihre Knochen etwas taugen. Rund um unser Dorf sind im letzten Monat viele Äffchen geboren worden. Entweder du jagst sie, oder du gehst zu einem unserer Händler. Irgendjemand wird dir sicher Knochen dieser Art verkaufen können. Was weiß ein Schamane schon von den Gefahren der Meere? Ich weiß, dass die Geister der Gucchos über die Wasser wüten. Ihre bösen Schiffe bringen den Tod über unser Land. Tja, damit hast du leider recht. Der Dschungel spielt verrückt, sagst du?
In den letzten Tagen hatten wir schon viele Verluste zu beklagen. Die Spinnen von Kila verlassen immer öfter ihre Höhlen und töten die Tufas meines Volkes. Daher gehen wir nur noch selten auf die Jagd. Erzähl mir mehr über euer Orakel. Die Margoloth war die allererste auf dieser Welt und trägt das Wissen von Jahrtausenden in sich. Sie hat die Zeiten überdauert und verfolgt unser Schicksal schon seit unserem Erscheinen auf dieser Erde. Das verbotene Land ist ihre Heimat. Wehe dem, der Margoloth herausfordert. Also sei gewarnt. Sie ist weise, jedoch unerbittlich, wenn Fremde ihre Ruhe stören. Wo ist dieses verbotene Land? Unerreichbar für dich. Es liegt jenseits des großen Tores im Osten. Der Älteste der Tonka bewacht den Zugang. Baraka ist sein Name. Nur er kann das Tor öffnen und er beschützt das verbotene Land vor den Augen der Fremden. Ja, Voodoo-Magie können wir wohl nicht lernen, aber... Was ist das Problem mit den Piraten unten am Strand? Man kann ihnen nicht trauen. Sie wollen, was uns gehört. Nur darum sind sie hierher gekommen. Und wenn sie es haben, ist es verdorben. Wir werden sie unseren Ahnen opfern. Wie verhindere ich, dass du einen Krieg gegen die Piraten anzettelst? Ono, schon bald werden wir sie opfern und die Ahnen selbst werden uns im Kampf beistehen. Herzlichen Glückwunsch. Denkst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Du irrst. Doch geh. Sprich mit Tenya, unserer Kiki. In ihren Worten liegt die Weisheit, in meinen der Schmerz. Okay. Hey, ich hörte, was? Der abtrünnige Piratenkapitän Morgan ist in der Nähe gesichtet worden. Dieser alte Haudegen scheint völlig durchgedreht zu sein. Man sagt, seit die Schatten da sind, wendet er sich sogar gegen seine eigenen Leute. Also wird er bei uns keine Ausnahme machen. Heißt das, dass wir uns für eine Schlacht gegen ein vollbesetztes Piratenschiff wappnen müssen? Richtig. Ich fürchte, sobald wir in See stechen, wird er uns angreifen. Bereite dich besser darauf vor. Oh, nee. Das heißt, wir müssen sogar beim nächsten Mal wirklich in den Kampf gehen. Schwierig. Oha, Gucho. Ich sehe, dein Geist... Dein Geist ist schwach, aber du bist reinen Herzens. Wenn du das sagst? Sie, ich bin Tenya, Kiki der Killer. Es ist mir eine Ehre, Tenya, Kiki der Killer. Sei willkommen bei den Killer. Wenn die Ahnen es wollen, wirst du bei uns Hilfe finden. Hoffen wir es mal. Und was machst du so? Ich bin die Weisheit der Killer. In meinen Träumen verbinde ich unsere Welt und die Welt der Hike. So ging es viele Nächte, Sommer und Winter. Und jetzt sprechen sie nicht mehr zu dir? Sie schweigen. Selbst das Orakel hat uns bisher nicht geholfen. Meine Träume sind dunkel. Und unser Dorf ist im Untergang geweiht. Ah, die Schatten sind gekommen. Die Schatten sind gekommen. Es wundert mich, dass ich hier noch keine getroffen habe. Jedenfalls noch nicht. Sie sind nahe. Ja. Zu nahe für meinen Geschmack. Lass dich vom Voodoo erfüllen. Es wird dir eine gute Waffe für deinen Kampf sein. Okay, sie könnte uns in dem Fall zu den Voodoo-Leuten machen. Erzähl mir von dem Orakel. Das Orakel ist weise und sehr alt. In Zeiten der Unruhe fragen wir es um Rat. In Zeiten wie diesen? Tschi, wir haben es auch versucht. Doch Margoloth hat unsere Audienz bisher verweigert. Sie hat sich eingeschlossen in ihrer Höhle aus Fels und Stein. Aber genug davon. Wir sollten nicht weiter über das Orakel reden. Die alte Margoloth sieht und hört alles. Sie ist schnell erbost, wenn man über sie spricht. Habt ihr Angst vor dem Orakel? Wenn sie dich in ihre Fänge bekommt, frisst sie dich bei lebendigem Leibe. Oh, herzlichen Margoloth Glückwunsch. Ist weise, sehr besonnen und freundlich. Jedoch kann sie auch kalt und sehr grausam sein. Verstehe. Das klingt nach Sympathiepunkte. Lass uns Lass uns handeln. Federohrring, Dolche Taschendiebstahl, Voodoo-Magie, Einschüchtern.
Jadesteine. Äffchenschädel. Ich könnte... Ich kaufe mal eins. Wir haben ja ein Herz. Nekromantie. Genau. Holt gefallene Monster von den Toten wieder und erschafft Geister, die für dich kämpfen. Rückschlag. Erschaffen, die jeden Schaden zufügt. Zieht deinem Gegner Lebenserfüge, füge sie dir zu. Das ist auch schon geil. Und coole Sachen, die man machen kann. Was stimmt nicht mit deinem Dorf? Die Kieler sind in Aufruhr. Das Böse kommt zu uns und wir sind wehrlos. Wenn die Ahnen erzürnt sind und nicht mehr zu uns sprechen, haben wir die Quelle unserer Macht verloren. Es ist meine Aufgabe, die Hike wieder zu besänftigen. Und was musst du dabei genau tun? Ich soll das Zeichen der Ahnen erneuern. Doch es ist eine schwere Aufgabe für mich allein. Wie erneuert man das Zeichen der Ahnen? Es ist ein Zepter, gefertigt aus vielen wertvollen Gaben unserer Welt. Ein bisschen Kram sammeln sollte kein Problem sein. Das letzte Zepter wurde vor 100 Jahren gebaut. Und weiter? Es ist sehr aufwendig, die alten Rezepte zu verwenden. Dann solltest du dich besser beeilen. Ich mach schon so schnell ich kann. Ich muss noch Vorbereitungen treffen, um das Zepter zu bauen. Da bleibt mir wenig Zeit für die Beschaffung der Zutaten. Was brauchst du denn? Ich fürchte, es könnte für die Kieler zu spät sein, wenn ich meine Arbeit vollendet habe. Sag an, was du brauchst. Ich helfe dir. Ich besorge deine Zutaten. Das ist gut. Ich kann jede Unterstützung gebrauchen. Ich brauche ein besonders stabiles Spinnenbein für den Griff des Zepters. Eine schillernde Perle, ein Symbol aus Jade und das Herz eines starken Panthers. Es sind Dinge, die für die besonderen Kräfte der Hike stehen, mit denen man sie milde stimmen könnte. Wo man diese Gaben findet, steht auf den Ahnensteintafeln in unserem Dorf. Kannst du unsere Sprache gut schon? Ein bisschen. Oh, heißt das, ich kann auf dich zählen? Naja, ich kann's ja mal versuchen. Ah, gut. Dann geh zu den drei Ahnensteintafeln und versuche dein Glück. Wir haben die Ahnensteintafeln in und um unser Dorf herum errichtet. Alles klar. Gut. Ich werde hier alles vorbereiten. Sehr gut. Dann... Euer Häuptling scheint die Piraten unten am Strand nicht gerade zu mögen. Tschi. Sie sind uneins mit der Natur. Und von ihren Zungen kommt nichts Gutes. Verstehe ich. Doch Chaka Hirutu irrt. Die Gutschus sind lediglich kleine Kinder. Nimmt man euch nicht an die Hand, ist euer Handeln unüberlegt. Und wie jedem Kind muss man auch euch den rechten Weg zeigen. Gehen müsst ihr ihn jedoch selbst. Wie kann ich Hirutu von seinem Plan abbringen, die Piraten zu opfern? Du? Nein, Gutscho. Du wirst ihn niemals davon abbringen können. Du bist noch nicht lange hier. Er wird nicht auf dich hören. Ja, aber was müssen wir denn dafür tun, also? Ich werde nicht zulassen, dass er die Piraten opfert. Wenn du willst, dass er deinem Rat folgt, musst du den Weg der Kiki gehen. Weg der Kiki? Ich verstehe kein Wort. Höre. Nur einer der hier aufgewachsenen Tonkas wird ihn überzeugen können. Ich bin nicht hier aufgewachsen. Vereine die Kraft des Panthers, die Weisheit der Schlange und die Geduld des Alligators. Okay, und was bringt mir das Ganze? Deine Aufgabe wird es sein, mir ein Haar von Tonka Makoto zu bringen. Hä? Wozu brauchst du ein Haar von Makoto? Nur so ist es mir möglich, Voodoo zu wirken. So wird es dir möglich sein, ein hier aufgewachsener Tonka zu sein. Mit dem Haar werde ich dir eine Puppe anfertigen. In ihr liegt die Macht der Hike. Makotos Geist und Körper werden dir gehorchen. In seiner Gestalt wirst du unseren Häuptling von seinen Plänen abhalten können. I see. Wir sollen den Häuptling reinlegen? Das klingt nach einem todsicheren Plan. Todsicher, hm? Sage mir, wenn du bereit bist, diese Aufgabe zu erfüllen. Die Gespräche sind halt echt lang. Wo finde ich Makoto? Er bewacht den östlichen Eingang unseres Dorfes. Geh einfach die Stufen hinab und du wirst ihn finden. Alaska. Ich besorge dir ein Haar von Makoto. Chi. Aber bedenke, Makoto wird es dir nicht freiwillig geben. Und woher soll ich dann eines bekommen? Die Früchte der Nacht haben es dir leicht gemacht. Und das heißt jetzt? Bahatis Bett wird dir die Antwort geben, Gucho.
Na, okay. X-Hil. Oh, es ist so. Es ist so viel. Oh nein. Dann gehen wir erstmal. Ich will jetzt erstmal keine Prügelei. Weil wir haben so viel Dialog und wir haben noch so viele Fragen. Oh, ein großer Lob. Ein unschuldiges. Oh nein. Apropos, wir haben ja Knochen eines Äffchens. Warte mal. Tut mir leid. Es tut mir so leid. So. Hier, ein Äffchenknochen und ein schwarzes Herz. Reinige es. So sei es, Gucho. Dankeschön, was passiert? Hier ist ein schwarzes Herz. Danke für deine Hilfe bei der Reinigung von schwarzen Herzen. Wann immer du sie brauchst, komme zu mir. Doch nutze sie für das Gute, Gucho. Denn wisse, schwarze Herzen stärken deinen Körper, jedoch verdunkeln sie deinen Geist. Denke immer daran und verlasse nicht den Pfad der Menschlichkeit. Nur so wirst du am Ende deine Erlösung finden. Verstehe. Wo sind wir denn gerade, was angeht? Freundlich 71. Dann gönnen wir uns das schwarze Herz. Da. Maximales Blut plus 10. Wir haben mehr Leben. Darum geht's am Ende. Hier ist Tenya. Was ist denn das hier? Ah, warte mal. Ich glaube, einen Silberteller haben wir. Sieh an, eine dunkle Haarlocke. Machen wir auf. Komm. Oh, das reicht sogar, hey. Käse, eine Schreibfeder sogar. Heidenei. Nee. Okay, ne, passt. 1, 2, 1, 2, 1. Passt. Eine Muschelkette. Schnaps der Schatten. Schockwelle und Steinfaust haben wir auch noch bekommen. Okay. Ich würde aber sagen, weitermachen wir in der nächsten Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.